Ja, lieben Dank. Ich fand es total spannend, schon jetzt hier an der ersten Session teilzunehmen. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einen richtigen Impuls geben kann. Für mich ist es aber auch eher wichtig, jetzt nicht zu sagen, das ist jetzt hier der Weg, den wir eingeschlagen haben, sondern einfach nur mal einen Einblick zu geben. Deswegen öffne ich mal unsere Tore so bildlich gesehen und lasse euch mal hinter die Kulissen gucken und habe mich entschlossen, sehr stark uns da zu öffnen, um diesem Arbeitscharakter, in dem wir hier heute sind, noch ein bisschen was beitragen zu können. Am Anfang ein bisschen was zum Unternehmen. Leistung aus Leidenschaft ist, ich sagte es bereits in meiner Vorstellung, unser Claim, den ich schon von Beginn an im Jahr 2002, als ich mich selbstständig gemacht habe, für mich auch schon definiert hatte. Und unglücklicherweise ein Jahr später die Deutsche Bank gekommen und hat gesagt, wir machen auch Leistung aus Leidenschaft. Die haben ein besseres Marketing offensichtlich gehabt und ein größeres Budget und haben das da durchgezogen. Die haben es aber jetzt wieder rausgenommen. Ich bleibe konsequent dabei, Leistung aus Leidenschaft. Und das treibt uns an und das war schon ein Teil der Unternehmenskultur, als ich 2002 startete. Vielleicht noch mal kurz, was macht Sarinfa? Wir sind ein Ingenieurbüro, Architekten, Ingenieure sind meine Mitarbeiter. Wir sind also Dienstleister in der Baubranche. Unsere Leistung könnt ihr hier lesen. Gestartet bin ich als Bauleiter, klassisch auf der Baustelle. Habt hier zwei Projekte gebauleitet, ein bisschen weiter das Gebäude für Electronic Arts hier im Rheinauhafen und auf der anderen Seite das Gebäude für die IDR, so ein Softwarehaus, was später reingekommen ist, neben dem Kulturbau, den wir hier vorne haben. Das war so klassische Bauleitungsaufgabe und daraus sind mittlerweile andere Leistungen entstanden, bis hin zu Sachverständigenwesen, wo wir als Experten eintreten. Wir sind heute 62 Mitarbeiter, in den letzten 15 Jahren stetig angewachsen, bestehen hauptsächlich aus Architekten und Ingenieuren und haben mittlerweile auch andere Berufsgruppen integriert, wenn man das mal so sagen darf. Und das ist auch eigentlich so das Wesentliche. Ich zeige einfach mal ganz schnell so zwei Projekte, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Eins, was hier in der Innenstadt liegt, die Sanierung des Domhotel am Roncalliplatz, schräg gegenüber vom Dom. Das haben wir im Rahmen eines Krisenmanagements übernommen. Der Eigentümer hat sich von dem Projektsteurer getrennt und hat uns dann eingesetzt in letzter Konsequenz und wir dürfen das jetzt mal zu Ende bringen. Ein zweites Projekt, und damit bin ich auch schon am Ende meiner Vorstellung der Referenzen, die wir machen, ist ein Projekt für die Funke Mediengruppe. Die kriegen in Essen am Limbecker Platz ein neues Headquarter für ganz viele Mitarbeiter. Ein Projekt mit 90 Millionen Bauvolumen, wo wir die Bauleitung auf der Baustelle machen. Und das ist das, was uns im Moment so ausmacht. Wir haben hochwertige Ingenieurdienstleistungen, sage ich immer. Das heißt, ich brauche echt Fachkräfte, die ihr Handwerk verstehen und die ich auch ranführen muss. Und in der ganzen Entwicklung unseres Wachstums von 2002 auf 62, was ziemlich cool aussieht. Und als der Frank, der ja noch nicht so lange bei uns im Unternehmen ist, nämlich erst im Mitte letzten Jahres zu uns gestoßen ist, mir, ich glaube im Herbst war es, ich weiß gar nicht, Frank, als du diese Grafik aufgebaut hast, die ich mir nie vor Augen geführt hatte. Ich habe einfach weitergemacht. Ne? Wir haben einfach so gestartet, gemacht und haben festgestellt, oh, das funktioniert nicht und dann machen wir das so und machen es so. Und irgendwann haben wir verstanden, wir müssen offensichtlich jemanden einstellen, der sich bei uns um das Personal kümmert. Und wir haben gesagt, aber Personal hört sich doch doof an. Wir nennen das Talentmanagement. Und deswegen hat sich Frank auch als Talentmanager vorgestellt. Und unser Talentmanager ist letztes Jahr gestartet. Man muss sagen, als wir hier schon waren, offensichtlich zu spät, denn man hätte schon viel früher eigentlich jetzt aus der Nachschau betrachtet, damit eigentlich beginnen müssen. Aber so ist das halt. Und Frank stellte diese Grafik auf und sagte, naja, wir haben uns irgendwie verdoppelt hier von da nach da und von da nach da haben wir uns verdreifacht. Und das zeigt so eine Entwicklung, die wir da gemacht haben und die ganz viel in meiner Wahrnehmung mit Unternehmenskultur zu tun hatte, aber natürlich auch mit einem Markt, der im Moment da ist für die Baubranche. Der war nicht immer da, muss man ganz ehrlich sagen, sofort. Der war nicht immer da, denn, und ich bin gleich am Ende, zumindest dieser Seite,
2002 war Baukrise, 2007 Finanzkrise und als Folge der Finanzkrise hatten wir auch eine Baukrise, die aber dann relativ schnell überstanden war und wo plötzlich durch Niedrigzinsphase, durch Fach- und Führungskräftemangel ganz viel Geld in die Bauwelt reingekommen ist. Ja, das war unattraktiv in Aktien und andere Investitionen zu gehen, sondern viel spannender in Bausteine und Erden zu investieren. Und somit haben wir ganz viel Geld plötzlich in den Baumarkt. Und das nach so vielen Jahren der Krise, wo wir kaum noch Ingenieurbüros hatten und kaum noch Baufirmen hatten, was jetzt natürlich für Ingenieurbüros und Baufirmen quasi das Eldorado geworden ist. Und alle haben plötzlich ganz viel zu tun. Wir brauchen nur noch mit dem Cash herausgehen, die Aufträge reinholen und sagen, jetzt müssen wir sie abarbeiten. Das geht leider nicht einher mit dem Wachstum an Fach- und Führungskräften. Das heißt, da kann ich nicht mit dem Cash rausgehen und sagen, kommt doch mal bitte rein. Wir haben hier ganz viele tolle Projekte und das ist so ein bisschen das, was unsere Arbeit ausmacht. Wir haben Projektgeschäft und wir brauchen gute Leute. Offensichtlich ist es uns aber gelungen, gute Leute zu sammeln und auch in unser Unternehmen zu integrieren. Aber du hast eine Frage. Danke, Frank. Ich hätte die Frage gar nicht beantworten können. Gut, dass du da bist. So, also daran mal gegriffen war es für mich wichtig, an der Stelle 2012, und jetzt springen wir mal so ein bisschen in der Zeit hier hin, wir waren so 13 Leute, und ich stellte fest, ich bekam so Feedback von den Mitarbeitern, was sind wir hier eigentlich für ein Laden? Ja, wir haben so ein Vertriebler, der läuft da draußen rum und holt da so ein paar Projekte, kommt ins Büro, schmeißt uns einen Stapel Papier auf den Tisch und geht wieder raus und sagt, mach mal das Projekt, ne? Und geht raus. Also ich habe den Leuten nicht erklärt, was sie zu tun haben. Ich konnte es auch gar nicht, weil ich gar keine Zeit hatte. Ich habe Projekte abgewickelt draußen, aktiv, operativ tätig gewesen, kam ins Büro und die Mitarbeiter sagten, ja, und was soll ich jetzt damit machen? Was ist denn eigentlich der richtige Weg, das Projekt jetzt abzuwickeln? Was hast du denn dem Kunden versprochen, was wir tun in dem Projekt? Dann hat jeder nach bestem Wissen und Gewissen seinen Job gemacht. Hat ja auch gut funktioniert offensichtlich. Nichtsdestotrotz muss man sagen, war dann, als ich die Fragen stellte, so, was sind wir eigentlich, sagten viele, ja, wir sind eigentlich ein Haufen von Einzelkämpfern, Freiberuflern. Und da ist einer, der kann offensichtlich akquirieren, der holt die Projekte, schmeißt sie uns hin und machen. Und dann haben wir gesagt, dann habe ich gesagt, okay, was willst du jetzt? Willst du das so weitertreiben? Und jetzt muss man wissen, in der Baubranche ist das durchaus üblich, dass Architektur- und Ingenieurbüros Inhaber geführt sind. Das sind ja Freiberufler. Ja, wir gehören zu den freien Berufen. Und da ist es so, da gibt es den Architekten, der den großen Strich macht und dann gibt es einen Haufen von Lemmingen im Architekturbüro, die dürfen das dann da auszeichnen. Und ähnlich ist es bei Ingenieurbüros, dann gibt es den genialen Ingenieur, der macht dann was und die anderen malen es nach. Oder verfeinern das. Und die Kompetenz liegt auch nicht immer beim Inhaber, ne? Um das mal zu sagen. Das gilt bei uns genauso. Die Kompetenz liegt in letzter Konsequenz in der Schwarmintelligenz der Mitarbeiter. Und für mich war wichtig, wenn ich wollte, dass das so weitergeht, dass wir lauter Einzelkämpfer sind, dann hätte ich ein Netzwerk gründen müssen. Und dann hätte ich gesagt, dann wissen wir ein schönes Netzwerk von Einzelkämpfern. Das wollte ich nicht. Ich wollte Unternehmen. Ich war zwischendurch in ein paar Unternehmernetzwerken und dann bei den Wirtschaftsjunioren und habe gedacht, Mensch, Unternehmer sein, das ist cool. Ne? Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen zusammen eine Strategie. Wir gucken uns an, wo wollen wir in 5 Jahren stehen? Habe ich alle zum Workshop eingeladen, hier Stellwände und Moderationskarten und habe gesagt, das habe ich bei den Wirtschaftsjunioren gelernt, als Bauingenieur lernt man sowas nicht. Ne? Also ich hatte keine Ahnung, wie sowas geht. Unternehmer sein sowieso nicht. Betriebswirtschaftslehre gibt es auch an der Uni nicht für Ingenieure. So gesehen ist alles Learning by Doing. Und mein Ansatz war, ich frage meine Mitarbeiter, wo wollen wir denn in 5 Jahren stehen? Daraus sind bei uns eine klare Abgrenzung auch unserer Leistungen geworden. Die Mitarbeiter haben gesagt, ja, dafür stehen wir, das können wir leisten, das können wir nicht leisten und das könnten wir eigentlich leisten, leisten wir aber heute noch gar nicht. Wäre doch spannend, da mal hinzugehen. Wir haben gemeinsam Umsatzziele festgelegt, wir haben gesagt, in welcher Mitarbeiterzahl wir starten wollen. Ja, also zum Verständnis, als wir 2012 zusammensaßen, haben wir gesagt, in 5 Jahren wollen wir bei 55 Mitarbeitern sein. Das war das Ziel, was die Mitarbeiter sich 2012 gegeben haben. Wir haben das Ziel übererfüllt, würde ich mal so sagen. Und wir haben gesagt, wir müssen uns über Standorte und Strukturen unterhalten. Nachdem wir das gemacht hatten, war eigentlich so alles klar. Das ist ja das, was so ein Unternehmer eigentlich macht. Er legt so Ziele fest und das habe ich dann mit den Mitarbeitern gemeinsam gemacht. Und dann stellte ich fest, okay, das reicht aber nicht aus.
offensichtlich muss ich ein bisschen mehr einfach machen. Wofür stehen wir eigentlich? Was ist eigentlich unsere Identität? Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Was ist unser Auftritt? Was ist unser Verhalten? Und vor allen Dingen, was ist eigentlich unsere Kultur? Ist es der Einzelkämpfer, der lauter einzelne Leute zusammensammelt und mit denen irgendwas macht? Oder sind wir ein Unternehmen? Und dann haben wir 2012, wir haben es jetzt Change-Prozess genannt, aber in letzter Konsequenz haben wir uns weiterentwickelt. Und zwar einmal, wir hatten es dann hinterher genannt, einmal so die Kopf-, die Hirnseite des Unternehmens und einmal die Herzseite des Unternehmens. Ne? Passt auch zu Leidenschaft, zu sagen, okay, was bewegt uns denn im Herzen und was ist das, was man so jetzt so verkopft sich Unternehmen, als Unternehmen vorstellen würde. Und im ersten Step haben wir Mitarbeiter-Workshops gemacht. Ich habe mir einen Berater geholt, einen Markenberater. Ich bin immer offen für sowas, für Berater. Und habe gesagt, wie, lieber Walter, wie geht denn das? Wie macht man das? Und er sagte, wir machen Mitarbeiter-Workshops, um das Eigenbild der Mitarbeiter zu erarbeiten. Und 2 Stunden vorher hat er mich ausgeladen zu dem Workshop. Das war eine echte Erfahrung für mich, weil da wurde ja was mit meinen Mitarbeitern gemacht und ich war nicht dabei. Und es war im Nachhinein gesehen total cool. Weil wenn ich da gewesen wäre, ich glaube, ich hätte ja natürlich mitgearbeitet und mitgemacht, aber dann hätte ich das Eigenbild ein wenig verfälscht möglicherweise. Und deswegen war das eine gute Aktion. Ich war stinksauer und das waren die 8 schlimmsten Stunden meines Lebens, weil ich wusste, meine Mitarbeiter sitzen jetzt in diesem Workshop und ich bin nicht dabei. Ja, das ist, oh, ich bin doch immer dabei gewesen, warum denn jetzt nicht mehr, ne? Und ich war nicht da, aber sie haben ein wirklich fantastisches, ich zeige es euch nachher, Eigenbild erarbeitet. Und dann haben wir Kunden ausgewählt und da habe ich ihn auch alleine hingeschickt danach. Und dann sondern frag doch meine Kunden. Und er ist da hingegangen und hat dann ein Bild der Kunden bekommen. Und um euch mal ein Gefühl zu geben, wie dieser Markenberater gearbeitet hat, er hat dann die Mitarbeiter gefragt, so okay, wenn ihr ein Tier beschreiben würdest, welches Tier wäre Sarinfa? Oder wenn ihr eine Automarke denkt, welche Automarke wäre Sarinfa? Und das hat er dann gesammelt, diese Attribute, diese Adjektive, diese Wörter. So sah das aus mit den Mitarbeitern. Kann man ein bisschen schlecht erkennen. Damals war sehr spontan sind diese Bilder entstanden. Und da seht ihr die Mitarbeiter, wie sie arbeiten und sich überlegen, was ist denn unser Eigenbild und was zeichnet eigentlich unsere Marke aus. Also wir sind beim Herzthema. Im zweiten Step hat er mir beigebracht, was eine Markenplattform ist. Auch das wusste ich damals noch nicht. Die besteht nämlich aus einer Vision, die Vision des Unternehmens, das Weltbild, was man definiert und der Marke, einer Mission, nämlich unsere Rolle in diesem Weltbild, was wir uns geschaffen haben, wo stehen wir, wo sind wir und unseren Werten. Das hatten wir heute jetzt schon ein paar Mal, was sind Werte und die haben wir uns erarbeitet und bei den Werten und das haben wir mittlerweile bei uns verinnerlicht, das ist das Fundament unserer Arbeit. Unser gemeinsames Werteverständnis, auf den unsere Marke und unsere Markenplattform auch sich entwickelt hat. Und der erste Wert stellt unsere Kompetenz dar, also beschreibt, wie wir unsere Kompetenz sehen. Der zweite Wert bezeichnet unsere Haltung und der dritte Wert unseren Stil. Ich will es euch gar nicht vorenthalten. Wir haben 3 Werte, 3 Markenwerte, souverän, aufmerksam, engagiert und ihr seht mal ausformuliert, das ist das Ergebnis, was wir 2012 hatten, wo gemeinsam definiert worden ist, das sind unsere Markenwerte. Souverän, aufmerksam, engagiert. Und ihr könnt euch das im Nachhinein mal durchlesen. Das war vor allen Dingen für die Mitarbeiter wichtig, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was steckt denn dahinter? Und wir haben da in den Jahren danach und bis heute sind das unsere Werte. Wir haben letztes Jahr die Werte nochmal auf den Prüfstand gestellt und haben gesagt, sind das unsere Werte? Spürt ihr das auch? Ich meine, von 2012, von 13 Leuten auf 62, sind ein paar dazugekommen. Ne? Da muss man sich auch mal fragen, stehen die noch für diese Werte? Ist das für die auch okay? Oder haben die andere Werte? Ne? Wir hatten vorhin in der Gruppe diskutiert, welche Leute hole ich mir rein und wie vermittle ich denen auch meine Werte in letzter Konsequenz. Im nächsten Step, und dann macht es vollständig, und dann kann ich euch auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, haben wir gesagt, okay, neben den Werten, dem Fundament, müssen wir eine Positionierung, eine Markenpositionierung schaffen. Und die sieht wie folgt aus. Also wenn wir vom Weltbild reden, dann reden wir immer davon, dass wir definiert haben, den folgenden Satz, Ideen werden geboren, Werte werden geschaffen. Ja, alles im Zusammenhang mit Immobilie logischerweise und mit Bauen. Das heißt, wir gehen davon aus,
dass Ideen geboren werden. Man muss wissen, wir planen nicht. Wir sind für die Umsetzung von Gebäuden zuständig, aber nicht für die Planung. Aber wir schaffen Werte dabei. Unsere Rolle darin ist, durch uns werden Visionen Wirklichkeit, verlässlich und mit nachhaltiger Substanz. Und unsere Werte sind souverän, aufmerksam, engagiert. Das kennt keiner unserer Kunden. Das kennt auch kein Außensteher. Das kann man auf unserer Internetseite auch nicht lesen. Es ist nichts, was wir nach außen kehren und sagen, hey, guck mal, wir haben uns eine Vision geschaffen, wir haben uns eine Rolle geschaffen und das sind unsere Werte. Sondern wir sind eher da hingegangen und das war auch die Empfehlung des Markenberaters. Passt auf, Leute, ihr müsst das leben. Das ist für die Mitarbeiter wichtig und das ist für eure Kultur wichtig. Es geht nicht darum, damit Marketing zu machen. Ne? Marke, Marketing. Ne? Es geht nicht darum, Marketing damit zu machen und allen zu sagen, welches Weltbild ihr habt und welche Rolle, sondern das muss man bei euch spüren. Ihr seid Dienstleister, ihr stellt kein Produkt her. Also ich bin nicht Glashersteller und mein Glas muss die Marke, das Erlebnis dieses Glases ist jetzt das Wichtige für mich, sondern das Erlebnis der Mitarbeiter ist wichtig. Also die Gesichter des Unternehmens sind die Mitarbeiter. Ich bin auch ein Gesicht des Unternehmens, aber im Wesentlichen nimmt unser Kunde, wenn er uns beauftragt, mein Mitarbeiter wahr. Das ist ein Projektleiter in erster Linie, vielleicht sogar ein Projektteam, wo man dann ein Gefühl bekommt, aha, so arbeiten die, so eine Kompetenz haben die, die Haltung haben sie, wenn sie da reingehen und wie sind sie in letzter Konsequenz. Und das ist die Basis unseres Arbeitens, seit 2012, 2017 nochmal bestätigt von den Neuen, die dazugekommen sind in einem Prozess, wo wir gesagt haben, das ist das, was für uns eine wichtige Basis der Arbeit ist. Und das Erlebnis Sarinfar, und das ist das, was wir in den Jahren danach gemacht haben, uns zu definieren, was ist denn typisch Sarinfar? Was erlebt der Kunde als typisch Sarinfar? Was erleben vielleicht im Recruiting neue Kandidaten, die sich bei uns bewerben, als typisch Sarinfar? Also wie ist unser Verhalten, wie kommunizieren wir und wie ist eigentlich unser Auftritt? Und das haben wir versucht, das ist langsam und das sind ganz kleine Schritte immer nur, ne? Wir haben eine Vision, das ist toll, aber wichtig ist, in kleinen Schritten das Ganze zu leben. Das haben wir angefangen im Recruiting, weil es da uns drängte. Wir hatten Aufträge durch Empfehlungen und so weiter, ganz, ganz viele Aufträge, aber keine Leute, die es abwickeln. Es ist schön, wenn man Aufträge hat, sichert auch einen gewissen Fortbestand des Unternehmens, aber es fehlen Mitarbeiter. Und wir mussten uns überlegen, wie schaffen wir das, typisch Sarinfar, dann auch im Recruiting an den Markt zu gehen, wenn man muss wissen, unsere Konkurrenz sind Bauunternehmen, die viel besser bezahlen können als wir, weil bei uns wird die Stunde bezahlt und fertig. Und der Stundenlohn, den man im Markt erzielen kann, ist begrenzt. Ja, da gibt es irgendwo eine Grenze. Manchmal kann man sie besser verkaufen, manchmal weniger gut. Aber das ist begrenzt. Das heißt, auch da die Möglichkeit, Gehälter zu zahlen, ist begrenzt. Und dann bin ich in einem Konkurrenzmarkt mit Bauunternehmen, in einem Konkurrenzmarkt mit der öffentlichen Hand, mit Bauverwaltungen, mit Wohnungsbaugesellschaften und so weiter, wo die Mitarbeiter der Zukunft auch arbeiten und sich Gedanken machen. Also mussten wir schauen, wie machen wir das Ganze? Und das war ganz wichtig, schon im Recruiting-Prozess auch unsere Werte souverän, aufmerksam, engagiert reinzubringen. Das ist nochmal deutlich professionalisiert worden, seitdem Frank bei uns ist, das muss man auch sagen. Aber offensichtlich hat das in den letzten Jahren ganz gut funktioniert, sonst wären wir nicht so gewachsen in diesem hart umkämpften Markt der Fach- und Führungskräfte. Und da bin ich bei einem weiteren Best-Practice-Beispiel, also der erste Beispiel war 2012, gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, gemeinsam einen Fünfjahresplan zu entwickeln. Das hätte ich auch alleine machen können und sagen können, hier, das ist unser Plan, da wollen wir hin, das machen wir jetzt. Nein, ich habe gesagt, ich mache das nicht alleine, ich nutze die Schwarmintelligenz der Kollegen und wir machen das gemeinsam. In der Entwicklung als zweites Beispiel, also neben strategisch, also nochmal Best Practice, ne? Ich habe die Strategie mit den Mitarbeitern erarbeitet, wir haben unsere Werte gemeinsam mit erarbeitet und leben sie auch gemeinsam und lass sie auch in ihren Möglichkeiten die Werte auch pflegen, sind wir an den zweiten Punkt gekommen, als wir plötzlich unsere Büroräumlichkeiten zu klein wurden. Also was machen wir jetzt? Und da habe ich gesagt, da frage ich doch meine Mitarbeiter, was wollen sie denn für Büroräumlichkeiten haben? Und wir haben in 6 Workshops gemeinsam erarbeitet, wo muss eigentlich unser Büro liegen? Und ihr seht hier, wir haben nach gute ÖPNV-Anbindung, gute MIF-Anbindung, ist motorisierter Individualverkehr, heißt das übrigens. Meine Kollegen sind ja Experten. Gute Umgebung oder welche Nutzungsmöglichkeiten muss das ganze Ding erfüllen? Und es gab so eine Art
Anforderungsprofil, was wir erstellt haben, und sie haben auch eine Bewertungsmatrix gemacht. Und dann haben wir den ganzen Rummel an den Immobilien, an ein paar Immobilienmakler gegeben, und ihr glaubt nicht, was da passiert. Dann kriegt man 200 Profile von Immobilien, die alle nicht zu unserem Anforderungsprofil passen. Und dann denke ich immer, was soll das denn, ja? Und die Mitarbeiter waren völlig enttäuscht. Ich habe sie ja auch den Prozess dann durchführen lassen. Und sie haben gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Die haben ja noch nicht mal gelesen, was wir da uns aufgebaut haben, diese Immobilienmakler. Ja, weil die Handlungsweise von Immobilienmaklern ist, ah ja, die wollen eine Bürofläche, dann klick, 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 wo in Datenbank, wo sind alle Gewerbeimmobilien? Hier bitte, lest es euch durch. Statt sich mal zu überlegen, in welcher Region wollten wir eigentlich unsere Immobilie? Was soll die denn eigentlich können? Und dann haben wir gesagt, das ist doof. Darauf können wir uns nicht verlassen, also entwickeln wir selber unser Gebäude. Und da haben wir angefangen, mal Funktionsdiagramme zu machen und zu überlegen, was muss denn diese Räumlichkeit erfüllen, und wir erbringen ja eine Dienstleistung. Bei Dienstleistung wichtig, wie kommunizieren wir miteinander? Da haben wir gesagt, es gibt verschiedene Aufgaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baumanagement, Sachverständigenwesen und so weiter. Und wie reden die eigentlich miteinander? Was brauchen die? Teeküche groß, Essen steht dahinter, Ruheraum, Besprechungsraum teilbar, Denkerzelle. Das waren so Begriffe, die die Kollegen aufgebracht haben. Haben wir WCs, haben wir auch gut. Abstellraum, Empfang. Wir haben gesagt, aufmerksam sind wir, wenn wir eine Willkommenskultur haben. Das war für viele erstmal so, die meisten Bürogebäude, die wir bauen, haben keinen Empfang mehr. Ne, da geht meistens auch noch unpersönlicher, indem man einfach nur noch an so einem Tresen ist, aufs Knöpfchen drückt, schon bei Einfahrt in die Tiefgarage und sagt, ah, ich will zu Herrn so und so, ja, ich öffne Ihnen die Tür. Pff, geht dann automatisch irgendwie wie von Geisterhand eine Tür auf. Wir haben gesagt, wir wollen das anders haben. Wir wollen eine Willkommenskultur in letzter Konsequenz legen. Hier, Bibliothek steht da noch und so weiter. Bibliothek, ja, im digitalen Zeitalter. Wir wollen eine Bibliothek haben. Das ist dabei rausgekommen. Wir haben ja so eingegrenzt. Und das ist unsere heutige Immobilie, in der wir leben und arbeiten. Im hinteren Teil unseres Grundstücks haben wir noch eine Kita gebaut für Rewe. Wir haben noch ein Bauprojekt rausgemacht und haben auch ein paar Leistungen gleich mitverkauft. Ja, das war 2014 die Idee. 2015 zum 1.1. sind wir eingezogen. Und die Markenpositionierung haben wir nochmal auf einen neuen Stand gestellt. Und heute sind wir aktuell, und dann bin ich schon fast am Ende, beschäftigen wir uns mit der Frage, passt eigentlich unsere Organisationsform noch zu uns? Ja, also wenn man sich verdreifacht in den letzten 3 Jahren, dann muss man sich fragen, passt das noch so, wie es gerade war? Und die Antwort ist nein, es passt teilweise nicht. Nichtsdestotrotz war man hier auf der Skala von 1 bis 10, 10 ist super, 1 ist gruselig, waren wir bei einer 7,8, um das mal jetzt als Durchschnitt zusammenzufassen. Und wir kamen eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen überlegen, wie ist innere Organisation, wie muss unsere Organisationsstruktur sein? Und das war eine zentrale Frage aus einem Workshop in 2017, an dem wir heute noch sind. Also wir sind mittendrin im Prozess, und das ist mein Abschlusschart, und haben jetzt 3 Arbeitskreise gegründet. Also erstens haben wir Organisationsentwicklung zu einem echten Bestandteil in unserem Unternehmen gemacht. Und haben gesagt, wir müssen uns mal darüber unterhalten, wie geht das eigentlich hier in unserem Unternehmen, wie funktioniert eigentlich Unternehmen und wie soll es in Zukunft funktionieren. Und es gibt jetzt 3 Arbeitskreise, Arbeitskreisführung, Arbeitskreisrolle und Arbeitskreiskommunikation als erster Step, sich mit der passenden Organisation für uns auseinanderzusetzen. Und das sind so Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Ihr seht, Partizipation ist mir immer ganz wichtig, die Mitarbeiter einzubinden in Entwicklung, sei es in die strategische Entwicklung, in Werteentwicklung, in Gebäudeentwicklung und jetzt auch in Organisationsentwicklung. Immer einzubinden, mit ihnen zu sprechen, und Kommunikation verändert sich. Wenn ich alleine bin, kann ich mit mir selber super reden. Wenn ich mit 62 Leuten unterwegs bin, dann muss ich andere Wege gehen. Und darüber diskutieren wir gerade in vielen Arbeitskreisen, und wir sind mittendrin in unserer Unternehmenskultur, wir sind mittendrin in der Schaffung unserer passenden Organisation, und damit bin ich zumindest jetzt erstmal am Ende meiner Präsentation und meines Impulsvortrags und habe euch so ein bisschen mal die Tür geöffnet, und dann konntet ihr mal reingucken, was wir so gemacht haben und was für mich auch unsere Kultur weiterhin prägt in unserem Unternehmen. Danke.